Wer das erste Video von unserer Fahrwerkserie gesehen hat, der weiß ja schon im Groben, wie so ein Stoßdämpfer aufgebaut ist und welche Verstellmöglichkeiten es gibt. Wer es noch nicht gesehen hat, am besten einfach gucken. Für alle anderen geht es jetzt weiter, nämlich mit der Einstellung am Roller. Wie schaffe ich es, dass ein Fahrwerk richtig funktioniert? Wie stelle ich es ein? Und wir wollen das natürlich auch mit ein bisschen Theorie untermauern, damit ihr halt auch wisst, warum das Ganze so ist. Als erstes fangen wir mit einer Einstellung an, die immer sehr missverständlich wahrgenommen wird, wo ich auch selber schon unzählige Fehler gemacht habe, obwohl es eigentlich sehr einfach ist, nämlich mit der Federvorspannung. Hier haben wir jetzt einen Roller, der hat hinten und vorne Sippfederbeine verbaut, die eine Einstellung für die Vorspannung vom Federweg haben oder von der Feder. Und da kann ich euch sehr gut demonstrieren, wie das Ganze funktioniert. Die Einstellung der Federvorspannung hat nicht den Zweck, die Härte des Fahrwerks zu verstellen. Das ist ganz wichtig, das ist ein Irrtum, der häufig gemacht wird. Nicht daran rumdrehen, wenn ihr ein härteres Fahrwerk haben wollt. Es dient nur dazu, die Höhe des Rollers einzustellen. Denn es kann ja sein, dass auf so einem Roller eine 50 Kilo schwere Dame sitzt oder vielleicht auch ein 60 Kilo schwerer Jesko. Zwei völlig unterschiedliche Belastungen. Und in jedem Fall sollte das Fahrwerk die gleiche Höhe haben. Warum? Erstens, damit die Geometrie erhalten bleibt und zweitens, damit immer das Verhältnis vom Positivfederweg zu negativer Federweg richtig ist und das Fahrwerk optimal arbeiten kann. Stichwort negativer Federweg, das habe ich euch noch gar nicht erklärt, da gehen wir am besten noch mal kurz darüber als Flipchart. Also auch der Negativfederweg dient natürlich dazu, dass das Fahrzeug in jeder Fahrsituation ruhig und gerade zu lassen. Ich nehme mal wieder eine völlig übertriebene Situation. Nehme ich mal wieder unsere Bordsteinkante. Und zwar, wenn ich keinen Negativfederweg hätte, also diese Feder ist voll vorgespannt und ist unten im Anschlag, dann würde ich halt hier die Straße lang fahren. Und in dem Moment, wo ich über diese Kante fahre, würde mein Rad die Straße verlassen und runterplumpsen. Ich habe also in diesem ganzen Bereich keine Haftung vorne, ist auch ziemlich unbequem wieder mal. Deswegen gibt es unsere Negativfederwege. Diese Feder ist weich genug eingestellt, dass der Roller sie schon im Normalzustand leicht komprimiert. Dann fahre ich hier die Straße lang, das Hindernis, Schlagloch abseits kommt und das Rad hat noch genügend Spielraum, um nach unten zu gehen und weiter Kontakt zur Fahrbahn zu haben. Dann kommt die Karosse langsam nach und es geht weiter. Zurück zum Roller. Wie ihr seht, habe ich die PX kurz ausgetauscht und zwar gegen unsere kleine Hilfskonstruktion hier. Das ist eine Rohrkonstruktion, in der hier ein Stoßdämpfer oder ein Federbein hängt. Und wenn man hier so ein bisschen dran zieht, dann bewegt sich das alles und ich kann hier messen, wie weit. Warum das Ganze? Ich habe euch ja eben erklärt, dass man mit dieser Überwurfmutter hier die Höhe des Fahrwerks verstellen kann beziehungsweise den Negativfederweg einstellen kann. Es hält sich sehr hartnäckig der Mythos, dass auch mein Fahrwerk härter wird, wenn ich hier dran rumstelle. Das ist auch irgendwie naheliegend gefühlsmäßig, denn was empfinden wir als Härte? Man kann sagen, die Kraft, die ich brauche, damit das Federbein hier einfedert, je größer die ist, desto härter ist das. Und wenn ich so ein Federbein hier auch in der Hand habe, dann kann ich das natürlich weiter zusammendrücken, wenn die Mutter ganz unten ist, als wenn sie ganz oben ist. Soweit wäre es eigentlich Härte. Aber warum das mit der Härte eures Fahrwerks 0,00 gar nichts zu tun hat, das möchte ich euch jetzt gerne verständlich machen. Wie ihr seht, habe ich schon etwas vorbereitet und zwar hier ein Diagramm und das soll eine Federkennlinie darstellen. Hier Gewichtskraft in Kilogramm und hier Federweg in Millimeter. Also das bedeutet, wenn sich ein 50 Kilo Fahrer auf dieses Federbein setzt, dann wird es hier um 40 mm komprimiert. Bei irgendeinem fiktiven, eher dicken Fahrer, der 100 Kilo wiegt, wird die Feder 80 mm komprimiert. Ich glaube, das ist bis dahin relativ eingänglich. Aber was ich damit zeigen will, ist, wie weit eine Feder komprimiert wird, hängt von der Gewichtskraft ab. So, ich habe hier unten wieder eine Skizze von einem Federbein
Und ich sag mal, ich habe hier die Länge der Feder eingezeichnet. Wir sagen mal, die ist 200 mm lang. Ja? Jetzt setzt sich ein 100 Kilogramm Fahrer auf dieses Federbein und das wird um 80 mm komprimiert. Das heißt, dann ist es noch 120 lang, richtig? So. 120 bei dem dicken Typen. Gut. Was passiert jetzt, wenn ich diesen unteren Ring verstelle, mit dem ich meine Federvorspannung einstelle? Also angenommen, ich drehe diesen Ring von 200 mm auf 180 mm. Dann seht ihr, dass hier immer noch eine Differenz ist zu den 120 mm. Und wenn sich der 100 Kilo Fahrer auf dieses Federbein setzen wird, wird wieder die Feder sich auf die 120 mm komprimieren. Das gleiche passiert, wenn ich diesen Ring noch weiter hochschraube, meinetwegen auch um 40 mm, dann bin ich bei 160 mm. Das bedeutet, wenn sich der 100 Kilo Mann auf dieses Federbein setzt, wird sich die Feder wieder auf 120 komprimieren. Das heißt, die Feder ist eigentlich immer gleich lang, egal was ich hier unten anstelle, wenn die gleiche Gewichtskraft von 100 Kilo sich auf das Federbein setzt. Jetzt bleibt natürlich die große Frage, was habe ich dann überhaupt verstellt? Und zwar das hier. Diesen Abstand zwischen dem unteren Ring und diesem Auge. Und wenn die Feder immer gleich lang bleibt und ich habe diesen Abstand verstellt von der unteren Federlagerung um 4 cm plus die 120, ist also mein Federbein im belasteten Zustand. Also wenn der 100 Kilo Fahrer auf dem Roller sitzt, um 4 cm länger geworden. Mein Roller hat sich um 4 cm gehoben. Und gleichzeitig habe ich noch ein Maß ermittelt, nämlich von diesen 120 bis zu dem ausgefederten Federweg, nämlich das, was der Stoßdämpfer wieder ausfedern kann, mein Negativfederweg. Viel Theorie, sehr sperrig, und ob das alles so stimmt, das können wir jetzt hier überprüfen. Hier an unserem Versuchsaufbau kann ich euch das ganz gut zeigen. Hier ist das Federbein, hier ist ein langer Hebel, 20 Kilo, leichter Fahrer, aber über einen langen Hebel reicht das aus. Und hier kann man sehr schön sehen, wenn ich hier ziehe, ich habe mit der jetzigen Einstellung sehr viel Positivfederweg nach unten und nach oben relativ wenig Federweg, also dieser Negativfederweg. Dann messe ich als nächstes mal, wie lang unsere Feder jetzt ist. Wir haben eine Länge von 150 mm und ich messe mal die Höhe vom virtuellen Fahrzeug hier, 54 cm. Unsere Federvorspannung ist fast aufs Maximum nach oben gestellt und jetzt drehe ich sie mal ganz runter. So, wie ihr seht, habe ich jetzt eine ganze Menge geschraubt oder die Federvorspannung sehr stark verstellt. Ich denke, das dürften ungefähr 3 cm sein und das messe ich jetzt mal nach, was sich in der Höhe meines Fahrzeugs geändert hat. Das sind ziemlich genau 51 cm. Vorher waren es 54, also das Fahrzeug ist 3 cm runtergekommen. Aber wie hat sich denn jetzt die Länge der Feder verändert? Ja, die Federlänge ist immer noch 150 mm. Da hat sich also gar nichts verändert. Was natürlich noch interessant ist, wie sieht es mit dem Negativfederweg aus? Ich glaube, da brauchen wir nicht viel messen. Der ist wesentlich länger als vorher. Wie wir gerade zeigen konnten, haben wir mit der Änderung der Federvorspannung die Höhe des Fahrwerks verändert. Wir haben das Verhältnis vom Positiv- zu Negativfederweg verändert. Was wir nicht verändert haben, war die Länge der Feder und damit die Härte. Und dass sich wirklich die Härte des Fahrwerks nicht verändert, das zeige ich euch nochmal in einem kleinen Experiment. Wie definiert man die Härte eines Fahrwerks? Man definiert die Härte darüber, wie tief es einsinkt, wenn eine Gewichtskraft X auf es wirkt. In unserem Fall werden wir jetzt hier noch 20 Kilo hinzuaddieren und schauen, wie tief das Fahrwerk einsinkt. Dann verstellen wir hier die Federvorspannung
und machen das Gleiche. Wir messen einmal mit dem jetzigen Gewicht und einmal mit 20 Kilo mehr. Und dann vergleichen wir, ob es in einem der beiden Fälle weiter eingesunken ist als beim anderen. Aktuell haben wir eine Höhe von knapp 50,5 cm. So, 20 Kilo mehr, 49,5 cm. Also, das Fahrwerk ist um 1 cm eingesunken. Gewichte nochmal ab. Jetzt habe ich hier die Federvorspannung bis zum Anschlag erhöht und schau mal, wie hoch jetzt die Ausgangslage ist. Ziemlich genau 53 cm. Jetzt schmeiße ich hier nochmal 20 Kilo mehr drauf und vergleiche dann wieder, wie stark sich die Höhe verändert hat. Jetzt beträgt die Höhe 52 cm. Das heißt, mit 20 Kilo mehr ist das Fahrwerk jetzt um 1 cm eingesackt. Als ich die Federvorspannung ganz unten hatte, hat mir exakt das gleiche Ergebnis. Mit 20 Kilo mehr ist auch das Fahrwerk um 1 cm eingesackt. Das heißt, in beiden Positionen der Federvorspannung, fast ganz unten und fast ganz oben, haben wir genau das gleiche Ergebnis und die gleiche Härte des Fahrwerks. Wir haben euch jetzt also im Versuch gezeigt, wie das hier mit der Federvorspannung funktioniert und welche Effekte das auslöst. Wie man jetzt aber in der Praxis das am Roller richtig einstellt, das wollen wir euch als nächstes zeigen. Bevor ich den Roller jetzt auf die Bühne hole, möchte ich mit einer letzten Frage aufräumen. Viele von euch mögen denken, das ist ja alles ganz gut und schön, was er hier erzählt mit seinem Versuchsaufbau und der ganzen Theorie. Aber wenn ich mich auf den Roller setze, merke ich doch, ob er härter oder weicher ist, wenn ich die Federvorspannung verstellt habe. Und ich glaube, der offizielle Test dafür, der geht immer noch ungefähr so. Aber was teste ich denn damit, wenn ich das mache? Ich teste ja nur den Negativfederweg. Denn der Negativfederweg ist ja der Federweg, der nach oben bleibt, wenn ich auf meinem Roller sitze. Also das hier nach oben. Und wenn ich diesen Teller hochstelle, habe ich wenig Negativfederweg. Wenn ich ihn runterstelle, habe ich viel Negativfederweg. Und der fühlt sich natürlich beim Hinsetzen weicher an. Das ist der Grund, warum ihr ein unterschiedliches Gefühl von Härte habt, wenn ihr die Federvorspannung verstellt. Für die Arbeiten brauche ich gar nicht viel. Im Prinzip reicht ein Maßband aus. Jetzt in unserem Fall für den SIP-Stoßdämpfer, da gibt es noch so extra so ein schönes Verstellwerkzeug hier für die Federvorspannung und einen kleinen Imbusschlüssel für die Madenschraube, die das Ganze arretiert. In manchen Fällen ist es noch recht sinnvoll, etwas zu haben, womit ich eine Markierung machen kann. Ich habe hier jetzt mal so ein paar Aufkleber zur Hand genommen. Als erstes muss ich eine Messung im entspannten Zustand machen, damit ich einen Referenzwert habe. Das ist beim Vorderrad von einer Vespa ziemlich leicht, weil ich kann das auf den Hauptständer stellen. Das Vorderrad ist völlig entlastet und Markierungen sind auch relativ einfach. Ich kann hier diese Schraube als Markierung nehmen und den Achsmittelpunkt. Und das messe ich mal aus. Unterkante Schraube, Achsmittelpunkt sind 23 cm. Das gleiche muss ich hinten machen. Nur hinten ist es etwas schwerer, einen Referenzwert zu haben. Deswegen etwas, womit ich eine Markierung machen kann. Es ist immer noch leichter als bei Motorrädern, weil es bietet sich an, von der Schaltraste zur Seitenhaube zu messen. Hier habe ich ziemlich genau den Achsmittelpunkt und ich kann mir dann mit einem kleinen Aufkleber oder einem nicht permanenten Stift kann ich mir eine kleine Markierung machen, wo ich hinmesse. Aber ich möchte euch das Ganze vorne demonstrieren, weil das wesentlich schöner zu zeigen ist in dem Fall. Bei einer Vespa funktioniert es ja auch vorne und hinten gleich, aber hier sehe ich den Dämpfer besser. Was ich als nächstes machen muss, ich muss einen Wert ermitteln im belasteten Zustand. Dazu braucht ihr auch immer einen Assistenten im Idealfall, aber als erstes nehme ich den Roller vom Ständer. Als nächstes müssen wir im belasteten Zustand messen und natürlich im Idealfall mit dem Fahrer, der den Roller auch bewegen soll. Und natürlich sollte der auch in Fahrposition sitzen. Also jetzt nicht hier hinten oder irgendwie freihändig, sondern wirklich in der Position, in der er auch fährt. Allerdings, wenn ich so hier auf dem Roller sitze, kann ich schwer messen. Deswegen einen dicken Applaus für unseren Assistent Viktor. Viktor misst jetzt nochmal an den gleichen Positionen, an denen ich vorhin gemessen habe. Moment, erst muss ich meine Füße hochnehmen. So, Fahrposition, bitte. 20,5. Das heißt, der Stoßdämpfer ist um 2,5 cm
eingesackt, wenn ich mich draufsetze. Gut, was heißt das jetzt? Was ist der richtige Wert? Das große Problem ist, man sagt eigentlich 25-30% müsste so ein Stoßdämpfer einsacken, also zwischen völlig entspannten Zustand und belasteten Grundzustand, also der Fahrer sitzt drauf. Das ist ein Wert, den kann man leider bei Rollern ziemlich vergessen, was einfach daran liegt, dass der Federweg kürzer ist und auch die Gewichtsverhältnisse etwas anders sind. Aber man kann sagen, ein sehr guter Anhaltswert über den Daumen sind immer 2 cm. Wir hatten eben 2,5 cm. Das bedeutet, ich muss jetzt hier hochstellen, um auf diese 2 cm zu kommen. Und das probiere ich jetzt aus. So, das Ganze nochmal von vorne. Viktor, bitte. 21,5. 21,5, das heißt, wir haben jetzt 1,5 cm, war etwas zu viel des Guten, auch gerade noch in der Range, die man noch, in der das ungefähr sich abspielen kann. Aber ich drehe jetzt noch ein bisschen zurück und zeige euch nochmal, wie das jetzt aussieht. 21, genau 2 cm. Vielen Dank, Viktor. Damit wäre jetzt die Federvorspannung an dem vorderen Federbein richtig eingestellt. Und das Gleiche mache ich jetzt hinten. So, das war jetzt eine ganze Menge Input zur Feder, zur Härte, Höhe und so weiter. Aber so ein Federbein besteht ja noch aus mehreren Teilen, nämlich auch aus dem Stoßdämpfer. Und wie man den so richtig einstellt, das möchte ich euch gerne im nächsten Video zeigen. Also wenn es euch heute gefallen hat, wenn es informativ war, wenn ihr was gelernt habt, Kanal abonnieren, Bimmel drücken und beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es darum geht, wie stelle ich Zugstufe und Druckstufe richtig ein.